Herzlich willkommen am heutigen Freitag zu einem neuen DAX-Check. Gestern hat die EZB für deutliche Kursverluste am Markt gesorgt. Die EZB hat erste Signale gesetzt oder hat jetzt klar kommuniziert, wie die Zinswende vonstatten gehen soll. Auf der kommenden Zinssitzung soll erstmals wieder die Zinsen erhöht werden. Auch der weitere Fahrplan wurde bekannt gegeben. Die Prognosen für die Inflation und das Wirtschaftswachstum wurden korrigiert und das hat den Markt dann doch auf dem falschen Fuß erwischt. Gestern bereits deutliche Verluste. Jetzt blicken wir einmal auf die DAX-Tafel. Gestern noch Schlusskurs im Bereich 14.200. Jetzt sind wir nochmal fast rund 100 Punkte tiefer. Minus 0,6%, 14.115 Punkte aktuell. Die Bären haben also wieder das Ruder übernommen und nun deutet viel darauf hin, dass wir die 14.000-Punkte-Marke doch noch einmal testen, nachdem wir ja zuletzt eher am oberen Bereich der Seitwärtsrange bei rund 14.600 Punkten uns bewegt haben. Nun der Blick wieder nach unten. Die 200-Tage-Linie ist inzwischen wieder weit entfernt. Jetzt, wie gesagt, kommt es wohl noch einmal zum Test der 14.000-Punkte-Marke. Sollte diese nicht halten, dann droht sogar noch einmal ein Test der Mai-Tiefs im Bereich 13.500 und knapp darunter. Allerdings sind wir davon noch etwas entfernt, denn was die vergangenen Tage und Wochen gezeigt haben, das Sentiment kann sich schnell wieder ändern. Schnäppchenjäger stehen nach wie vor an der Seitenlinie. Deswegen, es kann auch durchaus sein, dass im Bereich 14.000 dann der Weg nach oben wieder eingeschlagen wird, auch wenn die übergeordneten Risiken wie steigende Zinsen, Inflation und die Lieferkettenprobleme den Markt weiter belasten werden. Deswegen bleiben wir vor dem Wochenende auch weiter an der Seitenlinie. Unterhalb von 14.000 könnte man über eine Short-Position nachdenken. Nach oben hatten wir es bereits in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt. Erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über 14.600 wäre das ein richtiges Kaufsignal. Und dann könnten wir uns auch wieder auf der Long-Seite positionieren. Doch solange wir in dieser breiten Seitwärtsrange sind, raten wir eben dazu, an der Seitenlinie zu bleiben. Ich wünsche Ihnen für heute trotz allem weiterhin gute Kurse, dass Sie auch in der aktuell schwierigen Marktphase erfolgreich handeln können. Ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder zu einem neuen DAX-Check. Bis dahin.